Schon. Hey, Kommandantin, wir müssen uns unterhalten. Steckt vielleicht meine Axt in eurer Brust? Nein? Dann steckt ihr auch nicht in Schwierigkeiten. Es geht um etwas anderes. Diese Träume, habt ihr die auch? Sie hängen mit diesem grauer Wächterkram zusammen, oder? Warum hat mir niemand davon erzählt? Bei diesem speziellen Traum ist mir mein Frühstück fast wieder hochgekommen. In meinem Traum habe ich eine dieser aufgedunsenen, mit erbrochenem, verschmierten Brutmütter gesehen. Und sie hatte Hespiths Gesicht. Ihr erinnert euch doch an Hespith, oder? Branka war auch da und hat geflüstert, es ist Zeit. Und dann hat Hespith geschrien und tausende dieser dunklen Brutkreaturen sind aus ihr hervorgebrochen. Diese Kreaturen haben mich eingekreist und angefangen mit mir zu sprechen. Sie haben mich gefragt, ob ich vielleicht Zitrone in meinen Tee möchte. Sie haben mich gebeten, ihnen Lesen und Schreiben beizubringen. Und eine von ihnen hat immer wieder, wo ist das Baby, gefragt. Dann bin ich aufgewacht. Ich habe auch noch andere Träume über die dunkle Brut, voller Schatten und Geflüster. Aber sie sind bei weitem nicht so schrecklich. Danke, dass ihr mir zugehört habt, Kommandantin. Wusstet ihr eigentlich, dass es vor mir schon einmal einen grauen Wächter unter den Haus gab? Ich würde eher sagen, ich trete in die Fußstapfen meines Großvaters. Sein Name war Padraic Howe. Er hat sich dem Orden angeschlossen, bevor dieser nach Ferelden zurückgekehrt ist. Das war direkt nach dem Krieg. Er ist einfach verschwunden und hatte nie wieder Kontakt zu seiner Familie. Jetzt, wo ich weiß, wie das Beitrittsritual aussieht, denke ich, dass er gestorben ist. Das ist mir inzwischen bewusst. Mein Vater hat immer gesagt, er sei ein schrecklicher Mann gewesen, weil er seine Familie verlassen hat, um sich einer sinnlosen Sache anzuschließen. Als Kind habe ich mich immer für meinen Großvater geschämt. Aber jetzt sehe ich, wie mutig er war. Daran muss ich mich erst mal gewöhnen. Mein Vater hat häufig vergessen, dass Adel nicht nur eine gesellschaftliche Stellung bedeutet. Wisst ihr, mein Großvater besaß einen Bogen, den er von seinem Großvater geerbt hatte. Ich frage mich, ob er noch existiert. Wie dem auch sei, wir sollten vielleicht ein andermal wieder darauf zurückkommen. Es gibt bestimmt irgendwo dunkle Brut, die wir erschlagen müssen. Dürfte ich anmerken, dass ihr ziemlich in Ordnung seid? Ihr seid ziemlich in Ordnung. Nun ja, als die Templer mich holen wollten, hättet ihr auch einfach entscheiden können, dass ich den Ärger nicht wert bin. Aber offenbar bin ich den Ärger doch wert. Und wenn man bedenkt, dass ich üblicherweise reichlich Ärger bedeute, sollte ich euch wirklich dankbar sein. Und ich bin froh, bei euch zu sein. Als ihr mich rekrutiert habt, dachte ich, ich käme vom Regen direkt in die Traufe. Aber es ist gar nicht so übel, ein Wächter zu sein. Es ist wie ein angenehmer Waldspaziergang mit der dunklen Brut. Ihr seid eben einfach großmütig. Ich bin euch sehr dankbar. Ich dachte einfach, ich sollte es mal erwähnen. Ich danke euch, Kommandantin, für alles. Interessiert ihr euch eigentlich dafür, warum ich ausgestoßen wurde? Die Menschen in der Nähe des Ortes, wo wir uns begegnet sind, hatten versucht, meinen Clan zu vertreiben. Eine Zeit lang konnten wir ihn standhalten. Dann haben sie versucht, uns auszuräuchern. Sie hätten den ganzen Wald niedergebrannt, nur um uns von ihren Höfen fernzuhalten. Die anderen hatten Angst.
Hüterin Ilshae sagte, wenn ich die Shemlen bekämpfen wolle, stünde ich allein. Serani ist nur mit mir gekommen, weil sie gehofft hat, sie könnte mich umstimmen. Einige andere wollten dasselbe wie ich und haben sich uns angeschlossen. Und jetzt sind sie tot. Glaubt ihr das wirklich? Manchmal habe ich das Gefühl, eure Hoffnung ist größer als meine. Kommt, solange noch Arbeit auf uns wartet, macht es keinen Sinn, weiter in der Vergangenheit zu verweilen. Also, wie sieht's aus, hm? Es heißt, den alten Amboss polieren, Frau. Und könnt ihr eigentlich immer nur an das eine denken? Ich weiß natürlich, dass ich unwiderstehlich bin, aber ihr seid schließlich meine Vorgesetzte. Also, was wollte ich gerade sagen? Ach ja, ich habe über meinen Plan mit der Armada aus Mabari-Streitwagen nachgedacht. Irgendwann habe ich mal mit eurem Hund darüber gesprochen. Er schien nicht besonders beeindruckt. Die Sache ist die, die grauen Wächter müssen dringend etwas für ihre Außenwirkung tun. Alle halten uns für steife Miesepeter. Außerdem lieben Frauen Streitwagen. Oh, ja. Lasst es mich wissen, wenn ich die Adeligen rauswerfen soll. Wenn ihr die Zeremonie beenden möchtet, wollte ich sagen. Kennt ihr die Verschwörer? Die Blutgerichtsbarkeit liegt bei euch. Und Verrat ist ein Kapitalverbrechen. Sir Tamra ist raffiniert. Und sie kennt sich mit derartigen Dingen aus. Es ist besser, ein wenig übervorsichtig zu sein, als plötzlich mit einem Dolch im Rücken aufzuwachen. Bevor wir etwas unternehmen können, brauchen wir handfeste Beweise. Und es wird nicht leicht sein, sie zu beschaffen. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Von einigen würde ich allerdings dringend abraten. Sie könnten die Adeligen ernsthaft verärgern. Wir könnten den Adel von unseren Soldaten ausspionieren lassen. Vielleicht erfahren wir dadurch etwas. Es gibt außerdem Gerüchte über jemanden, den man den Dunkelwolf nennt. Er beschafft Informationen für Gold. Nach allem, was man hört, scheint er ein äußerst gefährlicher Zeitgenosse zu sein. Ich weiß es nicht genau. Er soll sich irgendwo im fremden Viertel von Amaranthine aufhalten. Nicht besonders gut, um ehrlich zu sein. Sie sind gute Männer, aber lausige Spione. Dann müsst ihr in die Stadt reisen und Jagd auf einen Geist machen. Verrät mir, dass ihr keinen besonderen Wert auf meine Anwesenheit legt. Ich frage mich einfach, wie sich ihr und euresgleichen Adlige nennen können. Das kommt mir wie bitterste Ironie vor. Wir mögen Ironie. Außerdem geht Adelige einfach leichter über die Lippen als Unterdrücker. Ihr seid ja so witzig, Mensch. Aber nicht doch.
Ich würde es niemals wagen, euch aufzuheitern, Herren. Ach. Verzeiht, Sir. Man hat mir einen ganzen Sovereign gezahlt, um euch diesen Brief zu übergeben. Glaubt mir, ich habe ihm gesagt, dass es einfachere Wege gibt, der Kommandantin der Grauen Wächter eine Nachricht zukommen zu lassen. Irgendein fremder Ritter. Ich konnte sein Gesicht nicht sehen. Das Visier seines Helms war geschlossen. Aber er sagte, er sei Sir Wolf aus Rivain. Ach, der Dunkelwolf ist doch nur ein Gerücht. Allerdings war sein Verhalten tatsächlich ein wenig verdächtig. Nein, Sir. Ich bitte nochmal um Verzeihung.